Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier im Vorschneiden Naumburg. Ich will mal auf Play drücken. Wir spielen wieder eine Runde City Skylines mit den Industrie-Update. Wir haben hier hinten unsere schöne Holzindustrie, die eigentlich recht gut läuft. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Was sagt das Hauptgebäude? Forstwirtschaft Hauptgebäude, sehr gut. Industrie mit Info. Wir haben Gebietsboni Effizienz 9%, Verschmutzung minus 10%. Wir machen hier keinen Gewinn, weil er braucht schon Gewinn, ne? Das ist aber natürlich nachhaltig. Wir machen nachhaltig. Da muss man keine Gewinne machen. So, wir brauchen noch produzierte Rohstoffeinheiten bis zur nächsten Stufe. Haben wir genug? Wir haben nicht genug Arbeiter bis zur nächsten Stufe. Das heißt, wir müssten hier noch ein bisschen ausbauen. Ihr habt nicht genug Arbeiter? Warum nicht? Warum möchte ihr keine arbeiten hier hinten? Das ist doch schön. Leute, ihr müsst ja da arbeiten. Da ist echt toll. Nachhaltig und so. Da werden wir einfach mal jetzt hier einen... Ah, hier habe ich ja diesen Grundschule. Also kann ich diese Straße nicht verbessern. Problem erkannt. Problem noch nicht gebannt. Wir machen erstmal jetzt hier dicke Häuser. Eine kleine Runde. Dicke, fette Blocks. Denn die Stadt muss ja ein bisschen wachsen. Hier an der Straßenbahn können wir das natürlich auch noch uns erlauben. Verkehrstechnisch müsste das theoretisch klappen. Praktisch denke ich nein. Aber theoretisch, das läuft, ne? Du fandest das jetzt nicht so toll, weil hier neue kommen, ne? Naja. Oh, hier, die Olivenresidenz. Hier sind aber gut gebildete. Sieht doch echt, sieht nicht schlecht aus, der Tower. Aber ich wollte jetzt nochmal, ne? Ich muss das Problem hier, dieser Stau, das geht mir sowas auf den... Ich wag's einfach mal. Ich baue jetzt hier eine Heimatstraße. Bin jetzt mal ganz verrückt. Das wird hier eine Straßenführung in der Stadt. Jenseits von Gut und Böse. Aber hey. Was soll's? Nee, so wollte ich nicht lang. Da muss ich schon... hier anfangen mit nach oben gehen. Das geht nicht. Warum denn nicht? Ich möchte nur nach oben. Komme ich hier lang? Komme ich nicht lang? Da kann ich auch nicht hin. Hier kann ich hin. Und da möchte ich dann da eigentlich runter. Das geht nicht. Ach, diese Straßenführung hier, die macht mich ja gerade wahnsinnig. Nur nicht das Falsche abreißen. Das wäre echt kritisch. Warum? Dieser Ort ist bereits belegt. Dann machen wir einfach mal hier eine gerade Straße jetzt hier. Eine gerade Straße da lang. Und jetzt kann ich ja wieder, so wie ich das möchte. Da lang. Hier lang. Theoretisch wollte ich hier rüber. Genau, so wollte ich lang. Und natürlich ist gewittert und schneit zur gleichen Zeit. Wir kennen es nicht. Wo, was ist das denn? Das sieht ja richtig nice aus. Ungültige Form. Und ja, boah, was ist das für eine... Bauen wir eine gerade Straße. Auch das geht nicht. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Jetzt geht's. Ist es denn jetzt Einbahnstraße? Oh, die Robotsbrücke. Ah, wer hat die wo gebaut? Irgend so ein Robot. Ja, das wo war ein guter Mensch. Ein richtig guter Kerl war das. So, dann werden wir die hier noch einfach mal auf sechsspurig Einbahnstraße upgraden. Geht nicht, kein Platz. Der dann halt vierspurig, einbahnstraßig. Geht nicht, kein Platz. Ach man, hier ist doch noch Platz. So, und die Straße nutzen dann schon welche. Dann müsste theoretisch ist hier etwas Entlastung geben. Und Müll, wir haben Müllprobleme. Müllberge, Müllberge, Müllberge.
So, dann hier nicht mehr entleeren. Ihr seid auch schon wieder voll. Ach ja, das Müllproblem, das ist echt dramatisch. Das heißt, wir geben noch ein bisschen mehr für Müll aus. Wir machen einmal kurz auf 150%. So, und dann verballern die auch mehr. 60.000 die Woche, okay. Können wir nochmal beim Müll direkt gucken. Müllproduktion 123.000, Verbrennung haben wir 120.000. Das heißt, wir haben immer noch ein bisschen mehr Müll, als wir verarbeiten können. Und das ist nicht so toll. Wir recyceln doch schon. Was soll ich denn noch machen? Ich baue noch eine Müllverbrennungsanlage. Wie machst denn du jetzt? Strom. 15. Reicht also nicht, um das zu ersetzen. Und die sind ja auch schon richtig voll. Wir bauen noch eine. Das weg. Ja, komm weg damit. Wir machen einen noch gut, Mensch. Was ist das? Ach, das war die Müllsammel für den Fluss. Noch eine Müllverbrennungsanlage. Kann man nie genug haben, weil irgendwo muss ja der Müll hin. Ja, das sieht doch mal jetzt ist doch, ne? Ist mal eine andere Straßenführung, würde ich sagen. Können sie alle hier schön rein. Und das nutzen jetzt echt die meisten Autos. Fahren hier lang, das ist gut. Dadurch ist hier weniger Verkehr. Man müsste es auch auf der Karte theoretisch sehen, aber wie ich das Spiel kenne, wie gesagt, es kennt nur Gelb und Rot und Grün. Haben wir jetzt hier halt echt ein Problem. Habe ich hier mal eine Straße gebaut? Ich hätte gerne nur ein Stoppschild. Aber kann ich anscheinend nicht, wegen... Die bräuchten eigentlich nur Stopp. Da geht es ja noch. Aber hier halt die Straße mal lang fährt. Oh, hier ist auch echt viel los. Die stehen ja alle im Stau. Junge, Junge, Junge. Das Verkehrsproblem. Hätte ich nicht gedacht, dass es so dramatisch ist. Hier ist alles rot. Hier ist alles rot. Weil er halt geradeaus will. Er will in die Richtung. Zugverkehr. Oh, da kommt der erste Zug. Einmal frei. Fortschritt 0%. Transportiert Fracht nach Güterzug. Nach La Cruz wollen die jetzt. Ja, Los Cruz. Brauchen immer noch viel mehr Einwohner. Wir haben jetzt schon das Viertel ein bisschen ausgebaut. Werden wir jetzt noch den Bereich neu machen. Ich hätte hier vielleicht auch die Straße vorher nochmal upgraden sollen. Na, mal gucken. Mach ich vielleicht später. Dann reiße ich nochmal alles ab. Theoretisch müsste es ja passen. Praktisch ist immer so eine andere Sache. So, habt ihr endlich mal genug Arbeiter? Ne, war 18. Hier will keiner arbeiten, oder wie? Da, wo wenig Verkehr hinfließt, ne, will keiner arbeiten. Da werden sie so schnell zu Hause. So, also hier ist es jetzt, aber in die Richtung ist jetzt echt böse geworden. Die stehen ja schon bis hier. Da haben sie hier bestimmt Ampel. Nee, haben ein Stoppschild. Ihr müsst halt alle immer warten, ne? So, wo willst du denn eigentlich dann hin? Der will dann nach dort, okay. Du willst auf die Autobahn. Nee, der will auch in das Gebiet. Aber halt alle hier lang. Gibt's denn keine bessere Möglichkeit? Sie kommen von dieser Strecke, da können sie doch eigentlich hier hinten lang fahren. Hier so wenig los. Aber hier wird auch immer weniger, wir müssen mal ein bisschen was leider abreißen. Also die Strecke wird jetzt echt gut genutzt. Hier ist es halt ein bisschen voller jetzt, aber ich kann diese nicht mehr weiter ausbauen, die Straße. Glaube ich zumindest. Nein, es geht nicht. Der Ort ist bereits belegt. Was ich nicht verstehe, aber es ist halt so.
Und die gibt es halt nicht vierspurig, ne? Einbahnstraße vierspurig gibt es einfach, gibt's nicht. Mit Monorail gleich, super, deswegen mit der Monorail. Möchte ich nicht. Na, ein bisschen Verkehr ist. Ist halt nur die Frage, ob es die Leute schon als dramatisch empfinden. 88% durchschnittlicher Verkehrsfluss. Hier oben ist halt jetzt auch ordentlich fett geworden. Weil sie halt immer warten müssen, ne? Straßenbahn, und hier wisst gerade keiner, wer wie fahren will oder möchte überhaupt. Und hier ist jetzt bestimmt nur Kreuzung und nichts anderes mehr möglich, genau. Na, hier mache ich nochmal rot. Habe ich hier unten rot? Ja, da habe ich rot. Hier ist halt Ampel. So, und hier hoch müsste ich eigentlich komplett diese Straße weiter ausbauen. Und auch in die Richtung. So wie ich es hier schon habe. Dann haben wir auch nicht mehr so viele Kreuzungen. So. Und dahin... Na doch, so. Dann können wir hier noch das alles mit hinbauen. So, ihr macht jetzt... Ihr werdet jetzt auch zu... Dann mache ich euch wieder weg da hinten. Wenn ihr das nicht so wollt, wie ich das will. Dass man das nicht einfach überschreiben kann, ey. Na, das ist auch das Falsche. Das ist echt nervig. Ich will es halt nur überschreiben und nicht neu machen. Aber nein, man muss halt erst abreißen und dann wieder neu bauen. Abreißen, wieder neu bauen. Wir brauchen noch ein paar mehr Leute. Dann bauen wir noch ein paar mehr Leute. Das ist ein Taxidepot, das ist okay. Das macht bestimmt Lärm, aber das ist nicht schlimm. Nachts ist es dafür ruhig. Also hier zumindest. Hier geht's. Aber hier hinten, hier ist Action. Das können wir eigentlich noch ein bisschen mehr ausbauen, das Gebiet. Das ist zu groß, der Kreis. So. Noch ein bisschen mehr Nightlife. Hier überall noch so. So, überall ein bisschen mehr Nachtleben. Und die Straße baue ich noch weiter. Hier noch ein kleines Wohngebiet mit hin. Ah, so gefällt mir die Straße immer nicht. So ist besser. Na, so. Muss ich immer so... Ich will die nicht so bauen. Mann. Bauen wir sie so. Und machen hier noch Wohngebiet hin. Natürlich erstmal klein besiedelt, nicht dicht besiedelt. Also sozusagen gering besiedelt. So, hier noch mit hin, brauche ich noch Wasser. Strom müsste noch genug da sein. Wasser ist auch schon angeschlossen. Hier ist überall Wasser. Ihr habt nicht genug Arbeiter. Das können wir natürlich gleich regeln. Wir reißen die einfach ab. Und hier wird noch mehr Nightlife. Eine Game Hall ist immer gut. Hier haben wir auch schon Arcade Games. Wie viele Touristen haben wir denn? Hat man, wie sieht's aus, touristentechnisch? Stadtattraktivität 15%. Wir haben 33 Besucher. Hier ist ein bisschen attraktiv für Touristen. Sonst theoretisch nicht, aber konnten noch. Das ist Freizeit. Genau, da haben wir hier hinten spezialisiert. Das ist Tourismus. Tourismus haben wir gar nicht. Das ist IT. Und den IT. T-Sektor können wir noch jetzt hier ausbauen. Weil ihr wollt ja alles Büros. Genau, ihr wollt alles Büros, dann wird jetzt alles ITler. Und hier mache ich einen kleinen Sektor mit Tourismus. Ganz klein nur. Das muss reichen. Tourismusbranche. Wir können hier vier Hotels sind oder was weiß ich. Ja, hier ist echt Verkehr in der Stadt. Weil die halt auch immer noch mal anhalten müssen, die Straßenbahn. Hier fahren sie ja... Hier stören sie ja die Autos nicht, ne? Also nachts geht's. Nachts ist hier...
Da ist viel mehr los. Und da hinten. Da ist der Tourismus. Und hier geht's auch noch. So. 10.000 Einwohner. Wir machen mal ein bisschen schneller. Denn wir brauchen noch ein paar mehr Leute. So, hier. Another pretty face beauty selling. Noch länger ging's nicht. Pickup. Snip, snip, selling. Und noch so einen Beauty Palace. Und natürlich, ja, ne? IT-Sektor, warum auch nicht, ne? Wir bauen es riesig. Und davon haben wir ja schon drei, da können wir halt, ne? Eigentlich können wir noch ein viertes gebrauchen. Ah, doch nicht. Neue Batterietechnologien. Und hier jetzt möchte keiner... Doch, jetzt kommen Ressorts, kleine. Vielleicht kommen gleich große. Ja, es ist mittleres, ist okay. Passt hier in die Umgebung jetzt eigentlich rein, von den Häusern auch. Verkehrstechnisch ist es halt noch ein bisschen, ne? Das ist ein kleines bisschen Chaos. Die Straße müsste ich halt komplett, die müsste ich komplett upgraden. Gleich hier mit Straßen in der Nähe, da würde ich gleich diese Haltestellen wegmachen, ne? Denke ich mal. Ort ist bereits belegt. Warum? Da ist der Friedhof, aber es ist hier im Weg. Der Friedhof bestimmt. Ja, da wird der Friedhof sein. Werde ich mal den Friedhof umlegen müssen. So, wo bauen wir den Friedhof denn hin? Wie sieht's denn aus? Ist der überhaupt schon voll? 800 Verstorbene, ja, das geht ja noch. Gefängnis. So, hier der Friedhof. Was gibt es denn hier noch Schönes? Sauna, die hatte ich ja schon. Turn- und Fitnesshalle. Die können wir noch bauen. Die können wir eigentlich mit hier hinten mit dran setzen. Na, das ist so weit weg. Hier mit ins Zentrum. Passt ja nicht hin. Da passt sie hin. Was haben wir hier noch? Swimmingpool. Und ein Yoga-Garten. Cool. Den baue ich. Yoga-Garten. Doch, der kommt hier. Hier hinten ist anscheinend nicht so mit Gesundheit, ne? Aber so gar nicht. So verkehrstechnisch sind halt die Straßen so lang. Da ist so nichts mit gesund leben. Jetzt, naja, bauen wir hier noch den Arzt hin. Und im Friedhof brauche ich halt noch. Wo bauen wir den denn hin? Hier an die Ecke. Bauen wir einen Friedhof. Kommt der wieder weg. Den muss ich aber erst entleeren. Wird entleert. Die ganzen Verstorbenen kommen jetzt alle hier hin. Oder in die Mülldeponie. Werden sie verbrannt. Jetzt müsste aber eigentlich der Müll runtergehen. Wir gucken mal. Müll ist hier. Müllproduktion haben wir 134.000 und wir verbrennen 150.000 die Woche. Hat sie aber nicht komplett verdoppelt, ne? Weil sie nicht mehr genug haben. Theoretisch können die doch hiervon abholen, hier entleeren. Bringen die dann automatisch hier rein? Ja doch, bringen sie es gleich hier rein, ne? Ja. Sehr schön. Hier ist noch genug Kapazität vorhanden. Ihr könnt hier ruhig alles, ballert alles hinein in die Verbrennungsanlage. So, das ist jetzt nicht mehr so wirklich Reihenhaus. Und das hat sich jetzt komplett halt angeglichen, ne? Komplett die gleichen Gebäude. Könnte man denken, ist fast ein Haus. Das Reihenhaus. So, verkehrstechnisch, jetzt haben wir aber den Tag. Sieht das doch schon etwas nicht mehr ganz so rot aus, außer in dem Bereich. Aber hier, wo eine Kreuzung ist, Kreuzungen sind echt die Hölle in dem Spiel. Einfach nur die Hölle. Hier kommen die Forest Residence. Die Hotels, die laufen. Das ist sehr gut. Was ist hier?
Achso, das ist davor eingestellt, dass die mich jetzt genau auf dieses Gebäude. Ich wollte eigentlich das hier unten haben. Die Happy Memory Souvenirs. Ja, da kann man gleich noch schön Souvenirs kaufen. Hier kann man auch schön Käffchen trinken. Da freuen sich bestimmt noch die ITler. Die können dann auch mit einem Käffchen trinken. Habt ihr denn mal genug Leute jetzt? Immer noch nicht genug Leute, warum nicht? Ihr braucht noch viel mehr Arbeit. Ihr habt 166 von 350. So, ihr braucht noch mehr Holz, ne? Sollt ihr bekommen. Das ist ein bisschen wenig. 2000 nur. Auch nur 2000. Sägemühle haben wir ja schon. Das können wir noch bauen, aber die macht halt Lärm. Aber Lärm ist ja eigentlich auch egal. Machen wir noch ein bisschen Pellets. Ne, Papier. Bio-Pellet-Fabrik, aber die macht halt Papier. Na okay. Vielleicht ein Übersetzungsfehler, ich weiß es nicht. Ich finde es trotzdem ein bisschen komisch, dass eine Pellet-Fabrik Papier macht. So. Das Viertel hat sich schon ein bisschen wieder verändert, das ist sehr schön. Hier können wir das gleiche theoretisch machen. Also alle weg. Tschüssi. Hier wollen mehr Leute hin. Die Gebäude müsste ich jetzt noch wegreißen. Die Grundschule und die Rodelbahn und mein selbstgebauter Spielplatz. Och nein. Den kann ich nie wegreißen, das geht nicht. Aber ich muss. Rodelbahn und Grundschule, muss ich mir nur merken. Rodelbahn und Grundschule. Sorry, es tut mir leid, Jungs. Und hier zweispurig mit Gras. So ist es denn jetzt besser als vorher? Ist auch nur zweispurig, ne? So sieht's breiter aus. Machen wir es so. Hier brauchen wir die Grundschule. Die Arztpraxis, ne? Die bauen wir auch gleich wieder. Ah, die kann ich ja verschieben. Ach, sagt mir das doch einer. Sehr schön. Grundschule. Und jetzt noch diese komische Rodelbahn. Da ist er. Moment, Park, den muss ich wieder bauen. Da ist kein Platz mehr für jetzt. Och Mann. So, ihr könnt hier noch überall jetzt wieder mit hin, da mit hin. Sieht anders aus als die Straße, ne? Welche hatte ich denn da gebaut? Da habe ich einfach nur die gebaut. Und die ist mit grün, ne? Mit Fahrradwegen. Fahren die mit dem Fahrrad? Fahrradwege gehen halt nicht mit Straßenbahn, ne? Eine Straßenbahn kann ich halt bei euch nicht machen. Also hier kann ich jetzt keine Fahrradwege machen, weil da fährt die Straßenbahn. Und hier habe ich mit... Was habe ich denn hier? Habe ich hier mit Fahrradwegen? Ja, hier habe ich mit Fahrradwegen. Da, der fährt doch um Fahrrad, Alter. Ist der wahnsinnig? Es ist Winter. Und ihr fahrt mit dem Fahrrad, Alter. Das ist... Ihr habt es schon drauf, Jungs. Mit dem Fahrrad ist schon echt krass. Bauen wir dann jetzt hier auch weiter aus. So, und dann können wir hier nämlich überall noch die hier mit hinmachen. Hier kann das noch mit hin. Das kann eigentlich... Komm hier weg. Weg. Weg hier. An der dicken Straße können auch dicke Häuser hin. Ist jetzt hier eine Ampel. Ampelverkehr will ich eigentlich nicht. Kreuzung. Ja, hier ist Ampel. Und ich kann auch nichts anderes. Hier gibt es keine Stoppschilder. Ist ihr halt mit Ampelverkehr, ist ja nicht so schlimm. So, wie viele Straßenbahn-Typis fahren jetzt schon mit? Was sehe ich denn hier theoretisch? 162, das geht ja. Busse sind ein paar mehr. Hier bräuchte eine... Was ist hier los? Ein Verstorbener muss transportiert werden. Ja, kann er doch hier. Hier ist der Platz. Sind 9 in Verwendung.
Brauche ich hier oben noch einen Friedhof? Oh oh. Die Toten müssen weg. Naumburg, die Stadt der Toten. So, da ich jetzt für hier oben noch rein. Hier oben ist auch Schnee ohne Ende. Was machen denn meine Schneetypis? Wo seid ihr denn? Es wird eigentlich alles erreicht, aber es... Wir stecken vielleicht irgendwo im Stau. Hier unten fahren sie schön rum. Hier machen sie alles weg. Aber hat vielleicht gerade wieder angefangen mit Schneien, ne? So, die Verstorbenen sind fast alle weg. Der Friedhof ist... Er ist fast leer. Die ist voll, die ist fast leer dafür. Und ihr habt genug Müll zum Verbrennen. Man könnte fast noch eine bauen. So, Güterzüge fahren auch. Macht sich das auch am Verkehr bemerkbar? Sehe ich das irgendwo? Ja, das sind ja nur die Passagiere. Das ist der Müll, aber der Güterverkehr, den sehe ich jetzt explizit nicht. Zufriedenheit, das ist eigentlich alles, ist alles okay. Und ich habe 89%, ich bin nur noch 1% gestiegen, das ist okay. Vielleicht komme ich ja noch auf 90 demnächst. Muss ich hier nur ein bisschen umbauen. Die Kreuzung müsste weg. Hier könnte ich theoretisch auch eine Brücke drüber bauen. Aber dann fahren die einfach alle nur hier lang. Aber die meisten nutzen jetzt eh diese Straße, die hier lang wollen. Die raus wollen aus der Stadt. Das entlastet echt schon die Straße. Das war eine gute Idee, theoretisch. Praktisch, würde ich sagen, sehen wir das einfach mal in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt uns treu. Wer Bock hat, kann gerne abonnieren. Tschüssi, euer Rob.